Markus Neumeier, es läuft beim FC Luzern, unter anderem verantwortlich sicher du. Nein, so würde ich es nicht sehen. Also klar, es läuft, aber ich glaube, da bin nicht nur ich zuständig für, sondern das, wir sind eine Mannschaft und wir gewinnen zusammen und wir verlieren auch zusammen. Und im Moment ist es sicher so, dass vieles für uns spricht, aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch Dinge, die wir verbessern können und müssen. Und ja, jetzt am Wochenende wartet wieder ein Gegner auf uns, der uns wahrscheinlich das Leben sehr, sehr schwer machen wird. Du bist Teil von der Doppelsechs beim FC Luzern, interpretierst die Rollen aber sehr offensiv. Hast du dich anfreunden, weil du bist ja nicht eigentlich einer von der Defensiven? Ich versuche es auf meine Art und Weise zu interpretieren, so wie sie der Mannschaft am meisten hilft. Und ich denke, im Moment klappt das und es ist toll, dass da so viele positive Reaktionen kommen. Aber für mich ist das nicht entscheidend, sondern für mich ist entscheidend, dass die Mannschaft einen guten Fußball spielt und die Mannschaft intakt ist. Und wenn das so ist, dann freut mich das umso mehr. Der letzte Sonntag beim Heimsieg gegen den FC Thun, du sicher der beste Mann auf dem Feld und natürlich ein absolut Traumgoal. Der Cheftrainer war aber nicht mit allen Punkten zufrieden gewesen. Das ist ja gut, wenn man sich noch verbessern kann. Das ist auch gut so, dass er nicht mit allen Dingen zufrieden ist. Ich denke, der Trainer hat ein sehr, sehr gutes Auge für uns, wann er uns ein bisschen runterholen muss und wann er uns ein bisschen bestärken muss. Und ich denke, er hat da eine langjährige Erfahrung und die Punkte, die er angesprochen hat, die versuchen wir natürlich jetzt am Wochenende umzusetzen und besser zu machen. Und dann denke ich, dann können wir auch wieder mit einem positiven Resultat nach Hause fahren. Gibt es ein Geheimnis? Man spielt einerseits Fußball, präsentiert sich gut, jeder geht für jeden. Aber was macht die Stärkephase vom FC Luzern momentan so aus? Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Stärken und das macht es natürlich dann auch umso schwieriger für den Gegner. Also ich glaube, wir haben sehr gute Außenspieler, haben Stürmer, die treffen, haben Mittelfeldspieler, die immer mit nach vorne stoßen. Defensiv arbeiten wir alle sehr, sehr gut gegen den Ball. Also es gibt sehr, sehr viele Punkte, die im Moment für uns sprechen. Es ist einfach wichtig, dass wir das konstant weiter so auf den Platz bringen, so wie in den letzten Wochen und uns vielleicht noch irgendwo einen Tick verbessern. Ne? Kann aber Gefahr bestehen, dass man abhebt. Man hat 5 Spiele, 4 Siege. Jetzt gegen den FC St. Gallen erwartet alle einen Rühr. Besteht da eine Gefahr, dass man abheben kann? Es ist nicht wichtig, was andere erwarten, sondern es ist wichtig, dass wir jetzt am Wochenende gibt's wieder 3 Punkte und dass wir die wieder haben wollen. Und wenn diese Sicht da ist und wir als Mannschaft das weiter wollen, dann sehe ich da keine große Gefahr. Und es wird nicht so sein, dass wir jetzt da in den nächsten 9 oder 10 Monaten oder 8 Monaten alles aus dem Stadion schießen, sondern es ist immer wieder ein hartes Stück Arbeit, ein hartes Brot gegen andere Mannschaften in der Liga zu spielen, weil das Niveau sehr, sehr ausgeglichen ist. Und ich würde am liebsten auch jede Mannschaft jede Woche aus dem Stadion schießen, aber das ist einfach nicht realistisch. Wir müssen uns das sehr, sehr hart erarbeiten und brauchen daher natürlich auch die Fans, die auch gegen Thun wieder hinter uns gestanden sind und in so Momenten, wo es vielleicht dann auch das Spiel auf eine andere Seite kippen könnte, uns unterstützen. Und das ist enorm wichtig. Und ich hoffe, dass sie auch in St. Gallen da wieder präsent sind und uns nach vorne peitschen. Wie gehst du damit um, dass man zwischen dir rochiert innerhalb der Mannschaft? Ich glaube, das ist im Trainer sein Job, das zu machen, dass das passt. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber du wärst schon der Typ, der jedes Mal parat wäre. Natürlich. Aber der Trainer hat da seine Ansichten, seine Vorstellungen und deswegen ist er auch Trainer und ich bin Spieler. Aber wenn ich natürlich nicht auf dem Platz stehe, dann geht für mich eine kleine Welt unter. Das ist definitiv so. Du bist jetzt mehr als ein halbes Jahr beim FC Luzern. Du fühlst dich pudelwohl. Ich glaube, das merkt man auch, wenn man mich auf dem Platz sieht, dann sieht man, merkt man, dass ich eine große Freude habe und dass es mich auch mit Stolz erfüllt, für den FC Luzern zu kämpfen und natürlich auch zu siegen. Aber es heißt nicht immer nur, diese guten Momente auszuleben, sondern ich habe auch schlechte Momente jetzt schon mitgemacht in dieser kurzen Zeit. Und ich würde gerne die nächsten Jahre weiter mit dem FC Luzern natürlich sehr viele schöne Momente weiter zelebrieren. Ne? Du hast immer schon stark gespielt in deiner Zeit in der Schweiz, aber ist das heute der beste Markus Neumeier, den wir je gesehen haben? Du, das soll ein anderer beurteilen. Ich versuche einfach immer nur das Maximum abzurufen. Ich merke, dass das Alter bei mir nicht so das Thema spielt wie vielleicht bei anderen. Also ich fühle mich wirklich wohl, mein Körper fühlt sich gesund an und ich denke, dass es auch eine harte Arbeit ist, Woche für Woche sich auf diesem Level zu halten und vielleicht noch einen Tick besser zu werden. Aber im Vordergrund steht immer die Mannschaft und der Verein und dem habe ich mich verschrieben. Letzte Frage, also Zeichen stehen praktisch auf allen Stationen auf positiv rund um den FC Luzern.
Im Moment schon. Wenn wir jetzt am Wochenende nicht gewinnen sollten, dann stehen wir da alle Zeichen negativ. Das ist im Fußball so. Aber ich glaube, wir als Mannschaft sind sehr, sehr gefestigt und wollen den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, die letzten paar Monate weitergehen. Auch wenn vielleicht zwischendurch mal eine Phase kommen wird, wie sich, wo es nicht so gut läuft und was nicht den Ansprüchen vielleicht entspricht. Aber da heißt es so schnell wie möglich, aus dieser Phase wieder rauszukommen. Aber im Moment spricht wirklich viel für uns. Und jetzt heißt es, dass das fahrende Boot am Laufen zu halten. Ne?